Wie realisieren wir Wissenschaftskommunikation? Ich kann es nur immer, immer wieder wiederholen. Wir müssen aufstehen, rausgehen, den Leuten erzählen, was wir machen. Egal, ob wir Gene falten, Stele spalten, Laser verschalten oder Laserverhalten sowie Quellen verwalten. Dann zuhören, gut spüren, wo Wut und Fake News verführen, herrühren. Nicht klug koten, sondern mit Fürsorge Fortschritt fördern, in Fußnoten gebührend für und wider abwägen. Als dann scheu ablegen, aufregen. Denn wenn im Land gemäßigte Mehrheiten wie Sand am Meer wegtreiben, Extreme sich nach rechts neigen und alle mit Recht auf ein Geflecht zeigen, das keiner mehr versteht, weil keiner mehr belegt und wenn, das keiner mehr liest, jeder die Augen verschließt, dann kriege ich das mit der Wissenschaft zwar unter einen Hut, es passt, nur die Schnur an dem Schaft, die platzt. Und klar, heute schon, Postillon, Böhmermann und Markus Lanz im Grunde ganz unterhaltsam. Doch wer bietet Lösung an? Schafft für echte Wissenschaft Platz, sodass nicht meine Hutschnur, sondern die Filterblase platzt. Wie realisieren wir Wissenschaftskommunikation? Wir fordern eine Plattform und beziehen Position.